Moin Moin und Tachchen aus der Max-Schmeling-Halle hier aus Berlin von meinem netten Kollegen Nils Tischer und mir Katharina Kleinfeld. Ja, die Abschlussveranstaltung von Jugend trainiert für Olympia ist hier gerade zu Ende gegangen. Deswegen stehen wir auch in einer leeren Halle, ne? Ja, richtig. Aber jetzt geht's wieder ins Hauptstadt-Sport-TV-Alltagsleben zurück. Und zwar hat die Turngemeinde Berlin ihren Tag der offenen Tür gehabt. Die Wasserfreunde Spandau, die gehen in die Playoffs. Und der SC Tegeler Forst hat einen Mehrkampf in der Leichtathletik ausgerichtet. Außerdem will Magnus Larsen, ein ehemaliger Top-10-Tennisspieler, mit seinem Team vom SCC Deutscher Meister werden. Ja, und wir haben noch was ganz Besonderes. Genau, diese Sendung haben wir was ganz Besonderes für euch vorbereitet. Und zwar moderiert jeder Protagonist des Beitrags diesen Beitrag selbst an. Und das ist auch der Grund, warum wir beiden Hansels hier gerade vor eurer Linse stehen. Denn wir sind ja auch die ganze Woche bei Jugend trainiert für Olympia durch die Hallen gesprungen. Also jetzt viel Spaß bei den Highlights von JTFO und JTFP. Man merkt das so, wenn man jetzt in der Mannschaft ist, selbst wenn man mal einen kleinen Wackler zu viel hat und keine Ahnung, dann gleicht die Mannschaft das immer noch aus und es macht auf jeden Fall mehr Spaß. Ja, Teamgeist. Für mich jetzt persönlich besonders ist daran, dass es ein Sport ist, der halt auch speziell für Sehbehinderte und Blinde ausgelegt ist. Immer richtig schön und auch immer richtig toll. Es macht total Spaß, deswegen wird es mir auf jeden Fall fehlen. Also es ist ein super Gefühl, also auch so gegen das letzte Jahr, wo wir 12. oder 13. waren, und das ist echt schon ein geiles Gefühl, ja. Einfach Spaß mit denen zusammen zu spielen und ja, ich bin echt erstaunt, dass die Leistung hier trotzdem so gut ist. Mal ein Lob auch an den Betreuer der Berliner, ein sehr fairer Sportsmann, hat mir auch ganz toll gratuliert zu dem Erfolg. Also man kann schon sagen, dass man da schon anfängt so zu zittern und nachzudenken, ja, schafft man das nicht. Aber dafür ist dann gerade auch der Partner da, der einen dann ein bisschen runterholt. Und dafür ist ja auch dieses gegenseitige Anfeuern da, dass man dann selber sagt, ja, komm, wir schaffen das. Und dann geht das auch. Einfach her, wir machen es zusammen. Okay, wir können. Den SVK Krefeld 72 und wir fangen mal von vorne an. Weil wir haben es total blöd gemacht. Warum? Das war doch voll gut. Das war voll gut. SVK, warum sagen wir einfach... Und er filmt einfach alles weiter. Ja, das ist voll, das ist noch viel besser. Take 82. Hallo, wir sind Markus Stamm und... Tim Höhne. Von den Wasserfreunden. Spandau 04. Wir spielen heute in den Playoffs gegen... SV Krefeld 72. Seht selbst, wie es ausgegangen ist. Danke Marco, danke Tim. Die beiden Spaßvögel nicht umsonst so entspannt. Krefeld nach dem 21:8 regelrecht verputzt. Die Partie glich hier einem Freundschaftsspiel. Dabei ging es um den Einzug ins Playoff-Halbfinale und für Spandau nun so langsam auch um die deutsche Meisterschaft. Umso verwunderlicher, dass die frisch aufgestiegenen Krefelder erst 10 Minuten vor Anpfiff mit nur 9 Leuten erschienen. Und dann auch noch das
Wir waren bei einer bekannten Fastfood-Kette essen, weil es da ja, erfahrungsgemäß sehr schnell geht und wir keine Zeit hatten, wie man gesehen hat. Ja, und das lag uns wahrscheinlich dann auch allen sehr schwer im Magen. Besonders schwer im Magen wird Ihnen auch das erste Viertel liegen. Die erste Garde der Spandauer ohne Erbarmen, 18:0 stand es nach dem ersten Durchgang. Moritz Oehler allein mit 4 Buden. Die Form der Spandauer kommt nicht von ungefähr. Als Vorbereitung für die Playoffs waren die Berliner vergangene Woche in Montenegro zum Trainingslager. Ja, natürlich für die Playoffs jetzt, für das Viertelfinale, für das Halbfinale. Und wir hoffen natürlich, dass wir bis zum Finale auch noch davon zehren. Hier wollte man einiges ausprobieren, doch mit dem Ergebnis waren die amtierenden deutschen Meister dennoch nicht zufrieden. Ja, es ist halt schwierig, in so einem Spiel die Spannung aufrechtzuerhalten. Ja, wir wollten natürlich eigentlich weniger Tore kriegen als 8, das ist klar. Dementsprechend kann ich nicht zufrieden sein und waren auch ein, zwei dabei, wo ich nicht so gut aussehe, die wir so nicht kriegen dürfen. Wir haben auch, wie gesagt, ein bisschen den Faden verloren in der Verteidigung. An der Defense und auch an der Chancenauswertung muss noch gefeilt werden, bis dann das ganz große Finalsteak auf den Tisch kommt. Der nächste Gang sind dann übrigens Esslinger Spätzle vom SSV. Na dann, Mahlzeit. Hallo, ich bin Ronny Mewes vom SC Tegeler Force und wir sind hier beim Mehrkampftag unseres Vereins. Viele sportliche Höhepunkte sind heute hier zu erwarten. Weitsprung, Hochsprung, viele Sprintsachen und dazu gibt es jetzt den Bericht dazu und ich wünsche euch viel Spaß. Langsam ist es wieder soweit, das Wetter in Deutschland wird besser, die Temperaturen klettern und die Leichtathletik-Saison kommt immer besser ins Rollen. Passend dazu lud der SC Tegeler Forst zum alljährlichen Mehrkampftag im Stadion an der Finsterwalder Straße ein und versuchte durch erstes Ansporteln im Freien die Athleten wieder in Wettkampfform zu bringen. Das heißt, alle Athleten steigen in die Saison ein, also man erlebt sehr viel unterschiedliche Wettkämpfe. Mit Hürden, mit Latte, mit Messen, mit Knetbalken, wo man nicht übertreten darf. Also schon so, wie es dann bei Olympischen Spielen auch im Fernsehen stattfindet. Und da wird man in Zukunft wahrscheinlich auch immer mehr auf dieses Gesicht stoßen. Stefan Hartmann ist das Top-Talent der LG Nord. Der 21 Jahre alte Weitspringer arbeitet momentan zusammen mit seiner Trainerin Nadine Großkopf am perfekten Sprung und hat das Ziel Rio 2016 fest vor Augen. Der alljährliche Mehrkampftag für ihn aber eher ein erster Formcheck. Sprungtechnisch waren sie ganz okay. Ich hatte jetzt vier ungültige Sprünge dabei. Das war jetzt zwar nicht ganz so toll, aber vom Springen her war es in Ordnung und das war halt das Wichtigste an dem Wettkampf für mich. Doch allein um reine Leistungen geht es nicht. Beim Mehrkampftag sollen auch die jungen Athleten spielerisch an den Wettkampf herangeführt und für den Verein begeistert werden. Da wundert es auch nicht, wenn Vorzeigeathleten selbst Hand anlegen und für optimale Bedingungen sorgen. Höhepunkt des Tages sicherlich die 4x400 Meter Staffeln. In einem spannenden Rennen sicherten sich am Ende alle Teilnehmer einen Startplatz bei den deutschen U20 Jugendmeisterschaften, wobei die Ladies des SCC 3 Minuten 53,13 Sekunden den stärksten Eindruck machen. Ich würde sagen, es lief relativ gut. Also wir haben halt die Norm erreicht und es war jetzt für den Testlauf an sich schon eigentlich eine sehr gute Leistung. Wir sind eigentlich sehr zufrieden. Weiter ging es dann mit dem nächsten Staffellauf. Auch hier gewann die Mannschaft des SCC, doch mit Platz 3 sicherten sich die Jungs in Rot von der LG Nord, ähnlich wie die Damen zuvor, das Ticket für die deutsche U20-Meisterschaft. Ist erstmal gut gelaufen, wir haben das Ziel erreicht, wir sollten die Norm laufen und die ist erreicht. Auch wenn wir ein paar Wechsel vielleicht, der letzte Wechsel, wie man gesehen hat, ausbaufähig sind, aber wie gesagt, Norm sind wir drin. Alles in allem bot der SC Tegeler Forst auch in diesem Jahr einen gelungenen Start in die Saison und hat das nächste große Event schon fest vor Augen. Am 12. Juni startet nämlich der 14. Berliner Firmenlauf. Alle Infos dazu findet ihr unter der folgenden Adresse und natürlich bei uns auf hauptstadtsport.tv. Ja,
Hallo, ich bin Magnus Larsson. 45 Jahre alt und die Vorhand lässt sich immer noch sehen. Der Schwede Magnus Larsson, als Tennisprofi aktiv von 1989 bis 2003. In seiner Karriere gewann er insgesamt 7 Einzeltitel. Nicht umsonst erreichte er 1995 den 10. Platz auf der Weltrangliste. It means a lot. Für mich bedeutet Tennis eine Menge. Ich spiele, seitdem ich 5 Jahre alt bin. Einer seiner größten Erfolge war der Grand Slam Cup 1994 in München, bei dem Larsson gegen den Weltranglisten-Ersten Pete Sampras gewann. Für den Routinier aber kein Grund zur Aufregung. Every tournament you win is a Jedes Turnier, das man gewinnt, ist ein Gefühl der Genugtuung. Grand Slam in München, Davis Cup oder irgendwie als 10-Jähriger. Das macht keinen Unterschied. Um sich für die deutsche Meisterschaft zu qualifizieren, müssen die Herren über 40 des Tennisclubs SCC aus 6 Matches den Gruppensieg erlangen. In dieser Gruppenphase nimmt Larsson zweimal den Schläger für die Charlottenburger in die Hand. Sie gewinnen übrigens am Samstag alle 9 Spiele gegen den ersten Gruppengegner, die Zehlendorfer Wespen. Somit die erste Etappe in Richtung Qualifikation geschafft. Larsson selbst stellt seine Qualitäten beeindruckend unter Beweis und gewinnt sowohl sein Einzel mit 6:2 und 6:1 als auch sein Doppel mit 6:2 und 6:3 sehr deutlich. Also war ein tolles Erlebnis. Gegen solche Leute spielt man natürlich nicht häufig und Magnus Larsson ist natürlich auch eine ganz große Nummer im Welttennis. Und da ist es keine Schande, gegen die ehemalige Nummer 10 der Weltrangliste zu verlieren. Sich den 1,93 Meter großen Schweden überhaupt leisten zu können, ist jedoch nicht ganz so selbstverständlich. Wir haben glücklicherweise einen Privatier, einen guten Freund vom SCC, der bereit ist dazu, uns da so ein bisschen zu unterstützen. Ansonsten könnte man sich so einen Weltklasse-Spieler im SCC gar nicht leisten. Weltklasse ist ja auch heute noch der Magnus Larsson. Und wenn es nach ihm geht, wird sein Schläger noch lange gequält. Welcome to Berlin. I'm playing here and enjoying it a lot. Im Wassersportzentrum der Turngemeinde in Berlin fand am vergangenen Wochenende der Tag der offenen Tür statt. Auf dem Gelände in Niederschöneweide fanden sich trotz Bahnstreiks viele Mitglieder und andere Interessierte ein. Die Besucher hatten die Chance, einen optimalen Einblick in die Wassersportabteilung der TIP zu bekommen. Das reichhaltige Angebot umfasste unter anderem eine Fahrt auf der Oder Spree und ein kleines Turnier auf dem neuen Volleyballfeld. Wir können hier Rennrudern machen, wir können hier Wanderrudern machen, Freizeitrudern, was man möchte. Die Kanuten haben genauso die gleichen Abteilungen, Freizeitrudern, Rennrudern. Die beiden Wassersportarten Rudern und Kanu, denen ja oft nachgesagt wird, dass sie sich wie Spinne und Feind zueinander verhalten, finden hier einen Ort, wo sie gemeinsam Spaß am Sport haben können. Diese besondere Atmosphäre wissen alle Mitglieder sehr zu schätzen und bleiben dadurch oft viele Jahre aktiv dabei. Ich bin jetzt schon sehr, sehr lange hier im Verein. Ich habe als kleines Kind hier bereits begonnen, Sport zu treiben. Das ist mittlerweile 35 Jahre her, also wirklich schon eine beachtliche Zeit. Das Vereinsgebäude bietet auch Nicht-Wassersportlern die Möglichkeit, sich fit zu halten oder sich zu entspannen in der hauseigenen Sauna oder auch im umfangreichen Fitnessraum. Für mich ist das Besondere hier im Verein, dass ich mich hier nach meinem täglichen Arbeitsleben erholen kann, auf dem Wasser und vor allen Dingen die Bedingungen hier vorfinde, die ich mir wünsche. Wir haben auch reichlich Laufkundschaft, die sich also hier erkundigen nach den Möglichkeiten, die wir hier bieten. Und da bietet ja das neue Wassersportzentrum der TIP hier in Oberspree ja doch ein vielfältiges Angebot. Und ich glaube, dass der eine oder andere doch überrascht war, nachdem er das hier besichtigen konnte. Und hoffentlich ist er auch so weit davon überzeugt, dass wir da das ein oder andere neue Mitglied gewinnen können. Es ist also für jedermann etwas geboten hier im Wassersportzentrum der Turngemeinde in Berlin. Für Sportbegeisterte, ob jung oder alt, ist der Besuch hier an der Oberspree auf jeden Fall einen Ausflug wert.